Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es Twix-Kekse mit Twix-Karamellfüllung und sogar noch Schokoladenstückchen hier drin. Wie cool ist das denn? Oder besser gesagt, hier kann man echt nochmal sagen, wie geil ist das denn? Weil Kekse mit richtig viel Karamell von Twix, hammermäßig geil. Die gibt es in England und ich habe mich auch schon gefragt, in welcher Fabrik werden die wohl hergestellt? Es gibt ja diese zwei Twix-Fabriken, für das linke Twix und für das rechte Twix. Wo mögen nur diese Kekse herkommen? Habt ihr da vielleicht eine Theorie verschwundener Stiefsohn oder irgendwas anderes? Geschiedene Ex-Frau, rächt sich ein Ex-Mann und stellt mega leckeren Twix-Keks her. Da gibt es bestimmt eine schöne Verschwörungstheorie, die auf die aktuelle Werbung hier aufgreift. Apropos Werbung, ihr Lieben. Diese Twix-Kekse, die habe ich nicht aus England, sondern direkt vom beastmode-germany.de. Ich habe die Kekse also auch deswegen hier kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen ist ja auch Produktplatzierung angehakt. Der Hersteller von Twix, der hat damit nichts zu tun, sondern ich habe die aus dem Webshop. Also man kann sie auch in Deutschland bestellen. Ich werde noch den Link in die Beschreibung reinschreiben. Es gibt auch noch einen Rabattcode mit 10%, der heißt Daniel10. Aber jetzt gibt es erstmal diesen Twix-Keks, denn wir wollen doch erstmal wissen, schmeckt der Keks überhaupt? Vielleicht schmeckt der ja gar nicht und dann könnt ihr euch das alles schenken. Deswegen schauen wir mal. Aber ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass er nicht schmeckt. So wie der aussieht, oh Gott, ihr Lieben, so wie der aussieht, oh, ich bin schon am Zittern hier. Ich heiße ja auch Junk Food Guru. Kleiner Süßigkeiten-Junkie hier mit einem Rappel. Ich muss jetzt mal euch diesen Keks zeigen. Schaut mal, wie cool der aussieht. Wollt ihr davon nachher noch eine Großaufnahme sehen? Ja, wollt ihr, oder? Ja, wir gucken uns den Keks mal ganz genau an. Bevor dieser Keks in meinem Mund landet, nochmal eine schmackhafte Großaufnahme. Wow, sieht der nicht lecker aus? Ich fasse es nicht. Das Karamell sieht so richtig Twix-mäßig schön dickflüssig aus. Yummy. So, und jetzt wird mal direkt gegönnt. Es riecht auch total nach diesem Twix-Karamell. Ich bin so gespannt. Mhm. Ein Keks hat übrigens 83 Kalorien. Das ist echt wenig. Mhm. Der Keks ist erstaunlich trocken. Ich hätte den viel weicher und viel krasser, hätte ich mir das vorgestellt. Aber es schmeckt. Mit diesen Schokoladenstückchen, die schmeckt man auch ganz gut daraus. Das Karamell, das ist wirklich das Highlight dieses Kekses. Und wirklich mega yummy. Aber ich hätte mir für den Keks noch etwas mehr Geschmack gewünscht. Aber dafür nur 83 Kalorien pro Keks. Also das hat mich jetzt wirklich gewundert. Vielleicht lieber mal 130 Kalorien pro Keks und noch ein bisschen intensiverer Keksgeschmack, sagt der Junkfood Guru. Mmh. Mmh. Schlecht ist es nicht, aber es geht noch besser. Ist eine solide Sache. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt der Keks 8 Punkte. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber das Karamell ist wirklich sehr geil innen drin. Und deswegen auch 8 Punkte. Sonst wären es 7 Punkte. Wenn das geile Karamell nicht drin wäre, wären es 7 Punkte. Wegen diesem leckeren, da steht ja auch unwiderstehliches Softcenter. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Wegen dem Karamell 8 Punkte, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!